Ah, wir müssen oben zum Eis hin. Oh, das kann man nämlich schmelzen lassen. Now everything makes sense. Wir haben das Rätsel zur Lösung. Ich bin auf der anderen Seite. Das Problem ist, das kann jetzt ein bisschen dauern, bis das... Oh, Tür aufgesammelt. Das kann jetzt ein bisschen dauern, bis das kein Eis mehr ist. Wo müssen wir denn jetzt mal hoch? Ach, wir müssen da hoch. Und erinnert mich, das sieht sehr, sehr an FIFA Street. Genau, hier ging's rein. Ich weiß nicht wieso, es ist einfach diesen FIFA Street Flow. So. Fackel. Jetzt mal hier drüben. Kommt man denn da rein? Von da aus. Achso, hier kommen wir auch hier so ran. Ja, brennet. So, ich beschleunige mal den Prozess hier des Brennen etwas. Okay, das heißt, zwei neue Dinge haben sich geöffnet. Gucken wir mal, wie wir da hinkommen. Und was sie uns bringen. Gehen wir mal hier einfach hier rollen. Einmal nicht zu verlieren. Okay, jetzt hat sich etwas Neues gebildet. Ein neues Gebilde hat sich gebildet. Hier geht's zur Kiste hin. Oh, okay. Aber ich muss ein bisschen aufpassen, meine Nase ist ab und zu manchmal noch ein bisschen verstopft. Okay, zwei Cleanstone. Damit könnten wir eigentlich ganz einfach uns einen Button machen. So, ich weiß aber nicht genau, wo wir den Button gebrauchen. Irgendwo. Jetzt hier der neue Kanal geöffnet, also der zweite Kanal. Wo geht's hier weiter? Ach, hier. Ah, und hier müssen wir bestimmt den Button hinsetzen, dahin. Dann machen wir den doch einfach mal. Whoop. Peng. Und durch. Ah, yeah. We are so good at everything. And unbelievable. Eine Angel? Okay. Moment, kurze Aufnahmepause. So, wieder mal back in action. Ja, heute ist das mit den Unterbrechungen auch ganz, ganz schlimm. Ich hatte ja schon im ersten Part eine, aber naja, man kann da halt nichts gegen machen. Okay, was müssen wir denn... Bessere Frage ist, was machen wir denn jetzt hier? Okay. Also wir müssen das Minecart wohl auf das Ding hier raufkriegen, weil das dann Redstone aktiviert und dann die Tür aufgeht. Okay. So weit, so gut. Exits. Oh, Moment. Steht auch noch ein Schild? Nee. Also muss das Ding hier hin. Weil hier das Licht anders und... Okay, es sind drei Türen. Okay. Wie kann ich das denn starten? Wie cool ist das denn? Und ich fahre mal als erstes dahin. So. Ich will jetzt mein Ding einfahren. Also, ne? Wie komme ich hier wieder raus? War das überhaupt der Sinn des Dings hier? Soll es nicht vielleicht auch hier reinfallen? Von irgendwo? Exit. Vielleicht muss ich das Exit ja öffnen. Wer weiß. So. Exit open and I don't come raus. Weil ich hier drin festsitze. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Mysteriös! Sollte ich überhaupt hier reinkommen? Weiß ich gar nicht. Ich gehe mal aus von ja. Oder sollte ich von nein ausgehen? Okay, Moment. Ratter, Ratter im Gehirn? Ratatouille im Gehirn? Vielleicht muss ich ja da irgendwo. Oh, das war ein cooler Wurf, muss man sagen. Huh. Nein, das ist viel zu hoch. Huh. Ist das ein bisschen scheiße gelaufen, wenn ich ehrlich bin. Oh lol. Jetzt habe ich meine Schnur irgendwo da auf den Boden geschmissen. Da hinten hin.
Dann bringt es mir aber auch nicht. Ich will hier raus. Scheiße. Ja. War das wäre Skill, wenn ich jetzt... Ich bin nicht gekommen, aber da bist du kann so, okay. Ich gehe mal davon aus, dass es da nicht rein sollte. Puh. Also, Moment, aber wenn... Das jetzt... Moment, warte, wir fangen ja... Da an. Hier sind wir angefangen. So. Aber wie sollten wir das denn überhaupt in Bewegung setzen? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Also mussten wir doch hier rein. Und dann Anschwung geben. Dann hier so zum ersten hin. Moment. Aktiviert das noch. Nicht wegfahren. Mein Kart! Das ist mein Kart. Okay, aber wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Ist das jetzt ein Bug, dass man hier drin ist? Oder ist das gewollt? Weil die Wege führen ja auch nur hier rein und zum Reinplumpsen hier. Oder nur zum Button drücken hier. Ah. Ich denke, wir sollten hier gar nicht rein. Das Problem ist, wie lässt man das Minecraft wieder nach vorne fahren? Also, ne, ich habe jetzt gedacht, man muss das irgendwie losfahren lassen. Das ist dann hier, das Ding hier so überkreuzt oder da stehen bleibt. Dann kann man da durch, da oben lang, per Leiter, dann hier so lang den Weg. Sieht man hier. Und dann hier, und dann kann man den Schalter aktivieren. Pam. Da muss man das zurückfahren lassen. Push. So. Geht die Tür auf, muss man da rein, da oben lang, dann kann man hier den Schalter aktivieren, dann muss man so zurück und dann, wenn man ins Exit gekommen von außen. Das Problem ist, dass mein Kart das fährt nicht einfach so los. Das ist das Problem, was ich damit habe. Soll heißen, wir können das nicht machen. Das heißt, wir müssen jetzt cheaten, um hier wieder wegzukommen. Leider. Es war schön überlegt, das Ding, aber eben halt klappt nicht in der Ausführung. Es scheitert hier in der Ausführung. So. Exit. TNT. Up and forward. Okay. Ich will nur gerade gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ah, Kiste! Juhu! Wir bekommen eine fette Armor. In case you mess up, don't use TNT to build up. Ah, okay, also falls uns verkackt. Heals, Restoration. Okay. Könnte man ja auch Heiltränke einfach reinpacken, aber okay. Ach, wir sollten die Map ja auf Easy spielen, oder? Egal, ich spiele jetzt mal noch Peaceful. So. Brustpanzer angelegt. Beinschienen. Den Kopf und die Schuhe haben wir natürlich auch noch angelegt. Up and forward. Ollololol. 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 Lol. Okay, nehmen wir uns noch mal ein bisschen TNT raus. Um das mal noch zu testen, hä? Wie soll das denn gehen? Ach, ich weiß, wie es geht. Muss ich mit dem TNT hochspringen lassen. Ja. Hoch. Yay. Alter, die Rüstung hat kein Stück Schaden genommen. Alter. Ich weiß nicht, ob das jetzt am Peaceful liegt, aber... Alter, kein Schaden? Bam. So, auf und zu. So, you actually managed to complete part 2 of the test. Very impressive. We only had one other candidate who made it that far. Looks like you're having fun. Unfortunately... Tune Atelli, this was the last part. Now please continue to the execution room. Trash, Armor Tool. Oh, jetzt muss ich das wegschmeißen. So, Fackeln, das Essen brauchen wir noch. Feuerzeug und ja, das war's. Okay, wenn das jetzt die Freiheit ist, dann auf und davon.
Please switch on peaceful again now. Habe ich ja vorhin schon. Erstmal noch kurz das nehmen. Moment. Zwei Steine und Kohle. Ich sollte mich zubauen. Fuck. Okay, wie geht's denn jetzt hier weiter? Wie geht's denn jetzt hier weiter? Hier geht's hoch. Captain Crunch says it. Ich glaube, ja, da ging's hoch. Ich wage mich daran zu erinnern. Erinnern an das Rätsels Lösung. Erinnern an den Weg Richtung Freiheit. Denn wenn man sich vielleicht auch erinnert, wir mussten ja ursprünglich von der Insel entkommen. Räusper, ja, ich bin immer noch ein bisschen krank und so. Das ist ein bisschen scheiße. Das ist total doof. So, Moment, kurze Aufnahmepause. So, das war keine Absicht. Da habe ich den Block kaputt gemacht. Gerade als ich weiterspielen wollte, ja, herzlich willkommen zurück. Na, mehr oder weniger. Ich war ja nur kurz mal wieder AFK, weil ich gestört wurde. Und weil ich gestört bin. So ungefähr ist die Zusammenfassung davon. Ach, der Trick klappt noch gar nicht, ne? Dass man Shift und dann links klickt und dass es dann hier oben reingeht. Das geht, glaube ich, erst bei einem Snapshot, bei einem neuen. Schade. Klick und... Ja. Oh. Ja. Ah, geht doch. Saubere Sprengung. Also die Sprengung hat aber ganz schön viel Bass drin, ne? Das Neueste. Oder vielleicht kommt mir das auch nur so vor wegen meinem neuen Headset. Switch on peaceful again, bla bla bla. Yay. Cool ausgehöhlt. Cool Story, Bro. So, wo geht's denn hier lang? Hier ist auch eins weggefetzt, aber ich glaube, das sollte gar nicht wegfetzen, oder? Weiß man nicht. Wait, you are not meant to be here. Please turn back and execute yourself. Trust me, it's for the good of all of us. Please turn back. We'll stick this area ahead. Now just go back and die. Immediately. Wir hören mal einfach drauf, was sie sagt und gehen hoch. Oder er. Ich sag mal sie wegen Gladys und so. Oh, hallo Ofen. Ach, wir haben ja gar nicht unsere Diamanten. Wir haben ja verloren. Scheiße. Das ist jetzt natürlich wirklich schöne Scheiße. Ich bin gespannt, was uns hinten erwartet. Freiheit für Tibet. Es sind immer noch viele Diamanten versteckt, muss man sagen. Jetzt wird nur an der Decke. Dann hätten wir links, rechts, unten und oben einen. Deswegen schaue ich mal in die... Was war das denn jetzt? Nee, jetzt mal im Ernst. Was ist denn hier los? Ich will doch nur in die Freiheit. Alter. So. Freiheit. Nein, das darf jetzt nicht so lecken. Nicht bei der Freiheit. Nein. Wir sind so kurz davor. Nein. Scheiße. Okay. Ah, wenn ich nicht sprinze, dann geht's. Nicht. Okay. Das ist jetzt natürlich scheiße. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Meine Stimme verabschiedet sich auch gerade wieder. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns auch beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Minecraft. Und dann hoffentlich die Freiheit. Haut rein. Nicht. Oder? Können wir jetzt auch weiterspielen? Alter, ist, ey, ich glaube ohne Scheiß, das ist jetzt das Finale. Jetzt leckst du die ganze Scheiße. Fuck, ey, ich weiß, ich habe 1 Frames pro Sekunde und Minecraft dreht gerade völlig am Rad und mein PC explodiert hier gleich neben mir, ja, also mein Rechner.
Aber ich muss es einfach erleben. Freiheit. Ich hoffe, da sind jetzt nicht noch mehr Rätsel drin. Los, komm! Ich will nur kurz noch die letzten Schilder lesen, um die Story zu Ende zu machen. Oh Gott! Ah! Warum ist da noch eine Tür? Da links. Also ohne Scheiß, ich kann so nicht aufnehmen. Ich kann so nicht arbeiten. Ja. Ich versuche mich hier mal gerade umzuschauen noch. Ja, okay, dann machen wir hier nächstes Mal weiter, ne? Ciao. Lächerlich.